willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich mal einen Trading-Tipp für euch am Start. Bevor wir aber mit der Trading-Methode starten, möchte ich mich nochmal recht herzlich beim Max und beim Alex dafür bedanken, dass ich meinen Channel hier und heute vorstellen darf. Mein Channel heißt FIFA Allstars und ich bringe hauptsächlich FIFA-Videos, dazu zählen Training-Tipps, Buy First Guy Challenges und Videos mit anderen FIFA-YouTubern und manchmal bringe ich dann auch noch Real-Life-Soccer-Videos. Und jetzt noch ein paar andere Informationen, ich heiße David, bin 16 Jahre alt und spiele auf der PlayStation 4. Das war's jetzt auch schon mit der Vorstellung und dann würde ich sagen, können wir gleich mal mit dem Trading-Tipp starten. Heute zeige ich euch 5 Spieler, mit denen man richtig gut traden kann und ich werde euch eben auch zeigen, wie man diese Spieler richtig günstig ergattern kann. Der Trading-Tipp funktioniert nicht nur in FIFA 15, ich denke, der wird auch in FIFA 16 richtig gut funktionieren. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Spieler. Der erste Spieler, mit dem wir heute traden werden, ist Mario Götze und hier konnten wir es schon sehen, 5400 für so viel Coins kann man ihn also verkaufen und wir schauen jetzt eben, dass wir auch einen kleinen Gewinn dabei rausholen. Hier müsst ihr natürlich auch die 5% EA-Gebühren beachten, somit wären wir dann ungefähr bei 5000 Münzen. Das wird auch einen schönen Gewinn machen und hier können wir es schon sehen, wir haben einen für 4200 ergattert und das war auf jeden Fall das erste richtig gute Schnäppchen. Der nächste Spieler, mit dem man zurzeit richtig gut traden kann, das ist Mesut Özil und zurzeit geht das einfach richtig gut, weil die Spieler immer teurer werden und hier konnten wir es schon sehen. Für 4400 kann man ihn verkaufen und wir haben ihn sogar für 3200 bekommen. Das entspricht einem Gewinn von ca. 1000 Münzen und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Der nächste Spieler ist dann Karim Benzema, der Stürmer, der Franzose von Real Madrid. Wir können es hier schon sehen, 5100, das ist der Preis, für den man ihn also verkaufen kann. Was wir dann natürlich machen, wir gehen runter auf 4700 und dann stellen wir bei Qualität die ganze Zeit um zwischen Gold und alle. Damit wird die Suche immer wieder aktualisiert und ihr könnt es jetzt gleich sehen. Wir haben dann einen bekommen für 4700, das entspricht eben einem kleinen Gewinn von 100 bis 200 Coins und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim vierten Spieler. Der vorletzte Spieler ist dann Diego Costa von Chelsea und wir konnten es gerade sehen, für 5800 kann man ihn also verkaufen und was wir natürlich wieder machen, wir gehen runter auf 5300 und filtern uns dann einen Diego Costa raus und dann können wir es auch schon sehen, für 5300 konnten wir uns dann einen ergattern und das ist auf jeden Fall wieder ein richtig gutes Schnäppchen gewesen. Das Beste kommt zum Schluss und in diesem Fall ist es eben Clichy von Manchester City. Mit ihm habe ich von diesen 5 Spielern, denke ich, dann doch den meisten Gewinn gemacht. Wir können sie sehen, einen für 4000 haben wir uns dann einfach mal geschnappt, denn das ist auf jeden Fall auch ein schöner Gewinn von 100 bis 200 Coins. Mit Clichy konnte man das wirklich am besten machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nochmal bei der Transferliste. Da sind wir also auf der Transferliste und hier könnt ihr eben nochmal diese 5 Spieler sehen, Clichy, Götze, Benzema, Özil und Diego Costa. Und ihr habt es gerade gesehen, Götze haben wir sogar als Stürmer bekommen und Benzema als ZOM. Und dann würde ich sagen, schaue ich mich jetzt nochmal auf dem Transfermarkt um und dann sehen wir uns wieder, wenn ich mir ein paar Spieler ergattert habe. So, und hier könnt ihr es schon sehen, wir haben uns insgesamt 20 Spieler ergattert und wie vorher schon angekündigt, ging es mit Clichy einfach am besten von den anderen Spielern. Haben wir dann natürlich auch noch ein paar bekommen und dann würde ich sagen, stellen wir die jetzt einfach mal auf den Transfermarkt. Ich habe jetzt gerade alle Spieler auf den Transfermarkt gestellt und wir können schon sehen, 9 Spieler haben sich gleich mal nach 1-2 Minuten verkauft. Gleich nachdem ich sie draufgestellt habe, waren sie auch schon wieder weg. Und dann haben wir noch weitere Spieler, sehr viele Clichys haben wir hier noch. Dann haben wir noch 2 Benzemas, einen sogar noch mit Hunter. Dann haben wir hier noch Özil und das war's auch dann schon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir alle Spieler verkauft haben. Und da haben sich dann auch schon alle 20 Spieler verkauft, 18 davon haben sich gleich mal nach der ersten Stunde verkauft, aber 2 Klischees musste ich dann einfach nochmal reinstellen, die gingen dann aber auch ziemlich flott weg. Alles in allem ist diese Trading-Methode auf jeden Fall eine richtig gute zum Abschluss von FIFA 15. Leute mit wenigen Coins können sich da auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser traden und daher ist es auf jeden Fall ein richtig guter Trading-Tipp. Gestartet haben wir diese Folge mit 553.209 Coins und beenden tun wir diese Folge dann mit 570.445 Münzen. Das entspricht einem Gewinn von 17.236 Coins und das ist auf jeden Fall eine Bestätigung dafür, dass diese Methode eine richtig gute ist. So Freunde, das war es jetzt auch schon mit dem Video und somit auch mit dem Trading-Tipp. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann will ich mich nochmal bedanken bei Max und beim Alex. Einfach eine richtig coole Aktion, das mit diesem Noobs Army. Das war einfach eine richtig coole Idee und eine richtig coole Sache von euch.
Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder aus diesem Video, bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!